In dem Video bist du dabei, wenn ich diesen Sichtschutz repariere. Der ist komplett zerstört und da muss unbedingt was gemacht werden. Viel Spaß! Willkommen zurück bei Tom Tut, Sichtschutz reparieren bzw. schöner machen. Damit ihr jetzt nicht vorspulen müsst, habe ich euch das Ergebnis gleich mal hier präsentiert. Ich zeige euch das mal, wie das nachher aussehen wird. Wunderbar. Da wird es auch noch Ergänzungen geben. Wir werden unten dran eine kleine Tafel bauen, dass die Kinder noch malen können. Vielleicht noch einen Blumenkasten setzen, irgendwelche andere Dekorationen. Das wird dann mal noch ein neues Video werden. So, und jetzt zurück zum Anfang. Los geht's. Viel Spaß. Wir hatten uns hier Segelstoff gekauft und waren der Meinung, dass das gut hält. Aber tatsächlich hält das überhaupt gar nicht. Das ist jetzt 2 Jahre lang und der hat angefangen zu schimmeln, Flecken zu kriegen. Und jetzt ist er mittlerweile so kaputt, ich kann tatsächlich mit dem Finger den Scheiß einfach kaputt machen. Und jetzt überlege ich mir hier was. Was genau wird sich noch zeigen. So, mal kurz zwischendrin. Eigentlich war das mal eine coole Idee. Wir haben es mit der Nähmaschine umgenäht, hier Hülsen reingemacht und es sah auch echt gut aus. Oben habe ich mir hier eine Eisenstange hingemacht, habe auch die Ösen reingemacht. Schön wasserdicht das Ganze. Das war echt cool. Und wenn der Stoff jetzt nicht vergammelt wäre, der eigentliche Segelstoff, dann hätte ich das auch lange gelassen. Aber was mich jetzt daran stört, ist wieder genauso zu machen, egal was für einen Stoff ich jetzt auch nehme. Das ist eine Riesenarbeit, zu nähen, Ösen reinzuschlagen, das Gummi reinzumachen. Dann brauche ich was, was man schnell wechseln kann und trotzdem irgendwie noch luftig aussieht. Deswegen ist die Idee, eine Art Bilderrahmen zu bauen, den Stoff da einzuspannen und vielleicht alles mit einer Art Schiene reinzustecken. Na, wir gucken jetzt mal. So, das Gute ist, an der Stange weiß ich schon mal ganz genau, wie breit es oben wird. Und ich kann auch gleich schauen, ob es unten noch passt. Das ist nicht gleich. Also zum Thema rechter Winkel, das war es dann auch nicht. Jetzt habe ich mir Folgendes überlegt. Mit so Brettern, wenn ich die übereinander lege, kann ich hier zwischen, ich sage jetzt mal einfach pauschal, einen anderen Stoff machen. Und diese Schiene, die sich hier ergibt, da würde ich mit der Fräse oder mit der Säge nachher noch mal durchfahren. Die würde ja genau in die bestehenden Hülsen passen. Hier, das wäre eigentlich eine mehr oder weniger perfekte Linie. Ich brauche gerade mal ein Stück Holz. Ja, da sieht man schon, der Abstand ist doch gewaltiger. Und dann wird das nicht so einfach sein. Ja, lass mir was einfallen, wie man das irgendwie so fixiert, mit möglichst wenig Aufwand. Aber wie? Muss ich mal noch drüber nachdenken, was wir jetzt da machen. Wir werden dieses Brett in der Mitte durchsägen, weil das ist mir sonst zu breit. Durchsägen machen wir unten an der Kreissäge natürlich. Meine Breite 7 cm. 7 cm ist cool. Also, messen und leeren. Man muss ja nicht immer alles direkt messen, auf den Zentimeter ganz genau. Man kann es auch hinhalten und abzeichnen und das ist dann das Leeren. So, soll ich das leeren? Ich habe es schon geleert. Im Prinzip ja durch den hier. Strich machen, beziehungsweise machen wir erstmal einen Schönheitsschnitt. Das ist jetzt auch Fichte-Tanne. Ich kann gar nicht genau sagen, wie lange mir jetzt die Fichte-Tanne wieder hält. Wenn sie grau wird, habe ich da kein Problem mit, aber wenn sie halt irgendwie zerreißt oder so, ja, das ist halt schon wieder echt doof. Der Schnitt, wenn man so auf die Maschine guckt, ist beim Laserstrahl rechts quasi die Stärke vom Sägeblatt. Darum nehme ich jetzt genau die Linie und schaue, dass links mein gutes Stück liegt. Und schauen wir mal, ob das Ding passt. Das wäre jetzt unten und oben, muss es ja passen. Also das wäre jetzt schon mal der untere Teil. Jetzt halbiere ich das eben, dass ich auf beiden Seiten von den kleinen Schrauben bzw. von den Ösen auf beiden Seiten ein Brett machen kann. Kann das klappen? Also ich habe auf jeden Fall mal das Teil. Ich könnte jetzt eigentlich von dem die Höhe nehmen. Passt alles. Wie könnte ich das denn noch festmachen? Also muss gut sein. Jetzt gehen wir es mal halbieren, beziehungsweise brauche ich genau das ja nochmal. Und jetzt sägen wir das einmal in der Mitte durch, dann haben wir oben und unten schon mal einen Rahmen von beiden Seiten, in dem wir dann diese Öse einklemmen können. Absauganlage. Selbe Zentimeter. Das Sägeblatt hat 4 mm, die 2 mm rechts, links. So, wenn ich jetzt da durchsäge, habe ich die Stärke vom Blatt auf beiden Seiten weg und dann müsste es genau die Mitte sein. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Okay, Klugscheißer-Modus. Ich habe jetzt meinen Finger auch hier reingemacht. Das heißt, ich konnte jetzt beim Führen von dem Holz mit meinem kleinen Finger tatsächlich hier mitfahren. Da ging es mir jetzt nicht darum, dass ich präzise gerade fahre, sondern dass ich nicht aus irgendeinem dummen Grund rechts ins Sägeblatt komme. Eine habe ich noch da. Das heißt, ich kann das jetzt mal simulieren. Dann haben wir die zwei Bretter hier. Und dazwischen, wie mir jetzt vorgestellt, würde das Köpfle kommen von draußen. Die sind jetzt ziemlich uneben, das heißt, bei dem einen steht es weiter auf, bei dem anderen ist es dann enger.
Und dazwischen soll jetzt noch ein Stoff. Und jetzt weiß ich nicht, ob der Stoff so je halten könnte. Ich könnte das ein bisschen einfräsen. Und dann gehe ich mit einer Schraube hier durch. Dann verschwindet das komplett im Holz. Und ich kann es abschrauben, wenn ich es doch mal wieder bräuchte. Okay, das ist, glaube ich, eine coole Idee. Naja gut, wenn ich die direkt aufeinander packe, ist nicht viel Material. Okay, weiter geht's. Was halt auch passiert ist, ist durch Wasser, dass das Holz ausdehnt, das Zuglas dehnt sich aus, das heißt, es steht nachher sowieso alles megamäßig unter Spannung. Vielleicht hätte ich mir doch vor dem Video noch Gedanken machen sollen, was ich tue. Dann fällt mir wieder noch was ein. Ich könnte den inneren Rahmen ja kleiner machen. Das heißt, ich baue mir jetzt so einen Rahmen, mache den fest und den Stoffrahmen gehe ich einfach ein bisschen nach innen, dann komme ich an die Ösen dran, mache eine Schraube vorne rein und habe einen Bilderrahmen. Sieht das cool aus? Sieht das cooler aus, wenn ich es dann so rum mache? Ich glaube schon. Das heißt, ich brauche oben auch nochmal Ösen, damit ich dann mein Brett nachher so auch von hier hinten anschrauben kann. Klar, das ist deutlich einfacher. Dann brauche ich es auch nicht kleiner machen. Dann kann ich es ja gleich von hinten machen. Dann brauche ich das auch nicht verleimen. Dann kann ich das eigentlich sogar so lassen. Dann kann ich ja direkt da dran schrauben. Gut, hier muss ich ja schon was mit Dübeln reinmachen. Zwei oder drei Dübel und dann darüber. Dann habe ich da oben das Hebt. Ah ja. Das heißt, wir machen das jetzt so. Wir zeichnen uns jetzt im Prinzip nochmal eine Markierung hier an. Innen. Okay. So, für den 6er Dübel brauche ich natürlich auch einen 6er Bohrer, kein 8er. Der Wind ist genau in meine Richtung gekommen. 6er Dübel. Noch ein Hage mehr in der Wand. Salé. Um tut Dinge tun, tun erklären, tut. Tut, 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 tut. Öse rein. Ja, ja, das Schweizer Taschenmesser. Mit dem habe ich das ganze Haus gebaut. Und einem Spachtel. Gut, jetzt haben wir die alle drin. Das schraube ich jetzt hier dran. Jetzt war es natürlich doof, dass ich das jetzt ein bisschen kürzer gemacht habe. Das hätte ich jetzt nach dem Prinzip gar nicht machen sollen. Aber dann machen wir jetzt erst den hier dran. Bin noch so hin und her gerissen. Soll ich das außen oder innen machen? Was sieht denn jetzt schöner aus? Außen oder innen? Weil hier kommt ja nochmal ein Brett drauf. Mit dem Stoff dann dazwischen. Ich glaube, dass es nachher gar nicht mehr so auffällt. Weil ich habe ja dann, es wird ja dann auch dicker. Steht ja dann hier auch über. Aber ich glaube, das ist echt nicht schlimm. Wobei, wenn ich es hier außen mache, klar, dann habe ich ja wieder das Problem, der Stoff nachher genug pressen kann. Dann müsste ich ja wieder versetzen, also quasi. Was jetzt aber auch doof aussieht. Nee, nee, nee. Dann gehe ich jetzt nach innen, komplett so nach innen, schraube es von außen fest. Und dann kann ich von außen genau das gleiche drauf machen. Und der Versatz hier, da kann man vielleicht sogar noch irgendwelche Dekos dran machen. Wer weiß, was damit noch gemacht wird. Okay, es ist also entschieden, wir machen es nach innen. So, jetzt ist noch die Frage, wie. Wenn ich jetzt einfach eine Holzschraube durchdrehe, ist es ja Holz. Also ich habe keine richtige Verbindung. Ich müsste durchschrauben und eigentlich, ich gucke mal, ob ich im Keller noch was habe. Ah, doch, und wie genial ist das? Jetzt kann ich mache jetzt ein Loch direkt durchs Holz. Haja. Auf der anderen Seite nehme ich dann durch die Öse durch, dann mache ich auf der anderen Seite mache ich die Mutter drauf, habe das Brett und kann hier richtig schöne Schraube drauf machen. Dann, mir ist wichtig, dass ich eine feste, stabile Verbindung habe. Das ist ja wie eine Schraubzwinge, ja? Dass das Holz richtig zusammengepresst wird. Wenn ich jetzt einfach nur eine Schraube nehme, dann frisst sie sich ins Holz und da kann sich auf jeden Fall mal mehr lösen wie bei sowas. Und deswegen werden wir das jetzt richtig schön da reinmachen. Ich wusste gar nicht, dass ich das noch da habe, aber ich habe es da. Ich habe keine selbstsichernden Schrauben, dann nehme ich halt Loctite, das Rote, es gibt ja noch Blau, sondern entsprechend der Farbe die Festigkeit. Das ist ja perfekt, das ist ja echt perfekt. Ich brauche noch einen Lochbohrer, Bleistift. Im Prinzip stelle ich mir das jetzt hier so ein, dass das gerade noch so ein kleines bisschen hier rausguckt. Genau, jetzt kann ich im Prinzip die Schraube hier richtig schön durchschieben. Halt gilt dann noch der 5er Bohrer. Durchstecken. Okay, wir nehmen 5,5er Bohrer. Zack. Ja, gehen wir noch tiefer dran. Also es guckt leider zu kurz raus. Da kann ich nichts mit anfangen. Boah, längere. Aber es geht. Zumindest ganz cool so. Ich lasse es jetzt mal drin zum Gucken. Also im Prinzip sieht das schon ganz cool aus. Schön flach. Allerdings ist es halt eben zu kurz. Aber so werde ich das machen. Gut, dann ist das Projekt für heute tatsächlich zu Ende. Höchstens noch die anderen Bretter zusägen. Also ich will jetzt nicht alles abreißen. Ich will es einen Rahmen mal fertig machen. Und ich will es auch meiner Frau noch zeigen, ob die das so cool findet. Das ist nämlich auch ein ganz wichtiges Abnahmekriterium.